Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Bauverzögerung im Hirschfelder Nasenbärengehege. Neue Ausstellung in der Galerie am Domhof und FSV, Flutlichtspiel gegen Union 2. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mittwochsausgabe von Tagaktuell. Theoretisch ist es die Wochenmitte, praktisch ist es für uns heute das Ende der Woche. Denn morgen, da ist Feiertag und da gibt es keine neue Ausgabe von Tagaktuell. Und am Freitag, da nehmen wir wie alle einen Brückentag. Das neue Nasenbärgehege im Tierpark Hirschfeld nimmt weiter Gestalt an. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon weiter fortgeschritten sein, doch das Wetter machte einen Strich durch die Planungen. Die Nasenbären können also noch nicht einziehen. Dabei waren die Verantwortlichen noch im vergangenen Jahr zuversichtlich, dass die kleinen Bewohner Mitte 2013 schon da sein könnten. Durch das Hochwasser im Juni hatten sich die Arbeiten aber zeitlich nach hinten verschoben. Wir waren ja hier im Tierpark auch etwas betroffen, obwohl wir keinen Fluss haben, aber das Wasser kam von überall her. Die Brücke ist jetzt etwas verspätet gekommen, ist aber jetzt fertig, sodass wir also jetzt ringsherum das Außengelände fertig machen können. Ich hoffe, wenn das Wetter so bleibt, dass wir es noch in diesem Jahr übergeben können, aber allerspätestens im Frühjahr können wir dann die Übergabe vom Nasenbärengehege machen. Die Arbeiten an dem neuen Gehege mit dem schönen Namen Rüsselsheim laufen bereits seit April 2011 und kosten etwa 230.000 Euro. Neben den Eintrittsgeldern und verschiedenen Aktionen sind es natürlich auch die Spenden, auf die der Tierpark angewiesen ist. Also die Resonanz ist weiterhin sehr gut. Uns unterstützen Bürger, die den Tierpark besuchen. Viele auch aus Altersheim und so spenden. Und natürlich Firmen und die Sparkasse. Ohne die hätten wir das alles nicht geschafft. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ungebrochen. Wir haben allein in diesem Jahr schon fast 20.000 Euro Spenden bekommen. Der bevorstehende Feiertag wäre ja mal wieder ein perfekter Anlass für einen Besuch im Tierpark Hirschfeld. Geöffnet ist täglich ab 9 Uhr. Nach der erfolgreichen Fortsetzung im vergangenen Jahr laden die Stadt Zwickau das Mercedes-Autohaus Luke und Kraus-Event wieder zu einem hochkarätigen Mode- und Kulturevent ein. Zur Mercedes-Fashion Night am Samstag verwandeln sich die Innenstadt, das Rathaus und die Zwickau-Arkaden zum dritten Mal in Folge in eine einzigartige Fashion-Location. Gastgeber der Pressekonferenz war das Zwickauer Rathaus. Die historischen sowie modernen Räume im Herzen der Schumannstadt spielen bei der diesjährigen Mercedes Fashion Night erneut eine zentrale Rolle. Und auch die Wirtschaftsförderung der Verwaltung ist wieder mit an Bord. Weil wir die gute Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen befördern wollen, vor allen Dingen eben hier mit Autohaus Luke, Kraus Event und den ortsansässigen Einzelhändlern, den Zwickauer Einzelhändlern, die sich ja hier mit ihren Produkten präsentieren können. Wir stellen zum einen erstmal den Bürgersaal in der Form so kostenfrei für die Veranstaltung mit zur Verfügung und zum anderen befördern wir auch die Show selber durch eine finanzielle Unterstützung, das ist die Wirtschaftsförderung in unserem Sinne. Wir arbeiten auch ganz konkret im Arbeitskreis Einzelhandel Innenstadt mit, halten hier die Fäden zusammen. Dort ist ja die Idee geboren, 2004. Was damals als Zwickauer Modenacht begann, hat sich als Mercedes Fashion Night inzwischen deutschlandweit etabliert. Das beweist nicht nur die Präsenz großer Modelabel. Mittlerweile lockt die Veranstaltung immer klangvollere Namen nach Zwickau. In diesem Jahr sind es Topmodel Rebecca Mier, Moderator Joachim Lambi oder Stardesignerin Irene Luft. Die Veranstaltung ist mittlerweile deutschlandweit bekannt. Das zeigt, dass so eine Pressekonferenz aus Stuttgart und von überall Journalisten anreisen, über das Thema berichten. Auf der anderen Seite ist es unser Ziel, Leute aus dem Umfeld nach Zwickau zu locken, um einfach zu sagen, es gibt hier Top-Mode von jung bis alt. Es ist für jeden was dabei und wir müssen nicht mehr unbedingt woanders hinfahren, sondern wir müssen sehen, dass die Leute aus Chemnitz, aus dem Altenburger Land, von überall nach Zwickau kommen, weil wir einfach eine perfekte Stadt haben. Und ich denke mal, mit dem Thema haben wir einen weiteren Imagefaktor für Zwickau gefunden. Keine Fashion Night ohne Fashion Shows.
In diesem Jahr sichert zeitiges Kommen die besten Plätze am Laufsteg. Auftakt ist bereits um 11 Uhr mit einer Kindermodenschau im Modehaus Wirl. Das Schöne ist, dass es dieses Jahr von Hochzeitsmode über Kindermode, über Sportmode, über alles vertreten ist. Über 30 Einzelhändler dabei sind, dass wir eine Abschlussshow finden im Rathaus, die trotz, dass sie verkauft wird, keine Karten mehr im Augenblick im Handel übrig lässt, dass die Leute einfach bereit sind, das Thema anzunehmen. Das bedeutet für uns, dass alle Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, dass die Gastronomie voll ist, dass die Leute von außerhalb kommen. Wir haben uns den Battle gestellt mit Chemnitz. Chemnitz hat am selben Tag die Modenächte. Wir haben gesagt, es ist uns egal, weil wir einfach denken, dass mit dem Modelabel Rebecca Mia, mit Joachim Lampi Leute nach Zwickau kommen, die ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich habe schon ganz oft gesagt, das ist einfach ein Thema. Solche Leute kommen auch nicht einfach irgendwo hin, sondern das Management guckt ganz genau, was ist das für ein qualitativer Anspruch. Und den haben wir, denke ich mal, sehr gut hinbekommen in den letzten 3 Jahren. Das zeigen auch die Bewerbungen für den diesjährigen Mercedes Fashion Night Award. 17 junge sächsische Designer reichten ihre Kollektionen ein, 3 haben es in die Endrunde geschafft. Verliehen wird er mit 1.500 € dotierte Preis am Abend des 5. Oktober im Rathaus. Bis auf die Abschlussshow, bei der Nachwuchsmodels an der Seite von Rebecca Mir die Berliner Fashion Week Kollektion von Irene Luft vorführen, ist der Eintritt zu den anderen Shows frei. Die Aftershow-Party findet ab 21 Uhr in den Zwickau-Arkaden statt. In der Galerie am Domhof ist seit Sonntag eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden die Ergebnisse des internationalen Grafiksymposiums Zebra 5. Im Jahre 2012 waren 10 Teilnehmer aus 4 Ländern in Zwickau zusammengekommen. Der Kunstverein veranstaltet das internationale Grafiksymposium schon seit Anfang der 90er Jahre. Immer im Wechsel mit dem internationalen Bildhauersymposium. Im vergangenen Jahr war wieder die Grafik planmäßig an der Reihe. Es waren 10 Künstler beteiligt aus 4 Ländern. Afghanistan, Ukraine, Dänemark und Deutschland. Die Arbeiten, die entstanden sind, haben natürlich anschließend noch ihre Fortsetzung gefunden und sind heute in der Galerie am Domhof in dieser Ausstellung zusammengefasst. Das Thema des Symposiums war Brüche. Natürlich muss man diese thematische Fassung sehr weit fassen. Und Sie sehen dann selbst, welche Arbeiten entstanden sind und wie die Künstler dieses weiträumige Thema umgesetzt haben. Die Besucher der Ausstellung können eine beeindruckende Vielfalt sehen. Jeder der 10 beteiligten Künstler fand eine ganz eigene Art, das Rahmenthema Brüche grafisch umzusetzen. Brüche sind in diesem Fall nicht nur auf geologische Formationen beschränkt. Das Thema zieht sich auch durch ganz andere Verwerfungen oder eben Brüche. Ja, es spricht mich am meisten an, dass die Künstler das Thema so unterschiedlich interpretiert haben. Das sind also die verschiedensten Dinge. Einmal geht es nahezu bis zum Abstrakten. Auf der anderen Seite sind es natürlich ganz gegenständliche Dinge, die auch von politischen Situationen beeinflusst sind, von persönlichen Brüchen. Es ist also ein recht interessantes Spektrum da zusammengekommen. Neben der Ausstellung im ersten Obergeschoss der Galerie am Domhof wurde am Sonntag auch eine neue Kabinettausstellung im Erdgeschoss eröffnet. Zu sehen sind Wandreliefs der Thüringer Holzgestalterin Ilona Schlupek. Beide Ausstellungen können noch bis zum 1. Dezember besichtigt werden. Die Städtepartnerschaft zwischen Dortmund und Zwickau besteht seit 25 Jahren. Dieses Jubiläum soll nicht nur mit einer kleinen Ausstellung ab Mitte November sowie einem offiziellen Festakt am 1. Dezember im Rathaus gewürdigt werden. Sowohl die Zwickauer als auch die Dortmunder Stadtverwaltung interessiert, welche Kontakte sich in den vergangenen 25 Jahren ergeben haben. Diese Erfahrungen sollen in die weitere Gestaltung der Partnerschaft einfließen. Die Stabsstelle Stadtentwicklung freut sich auf die Berichte aus der Bevölkerung.
Am 7. Oktober findet im Altlandkreis und am 21. Oktober in der Stadt Zwickau eine mobile Schadstoffsammlung statt. Dort können haushaltsübliche Mengen von bis zu 10 Kilogramm abgegeben werden. Dazu gehören unter anderem Abbeizmittel, Arzneimittelreste, Energiesparlampen, quecksilberhaltige Produkte sowie Säuren und Verdünner. Die Abgabe der Schadstoffe darf nur direkt beim Personal am Sammelpunkt erfolgen. Am Montag und Dienstag startet wieder die sachsenweite Aktion Blitz für Kids. Dann wird die Polizei mit der Unterstützung von Schulkindern der 4. Klassenstufe Geschwindigkeitskontrollen vor den Grundschulen durchführen. Durch die landesweite Verkehrssicherheitsaktion soll die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer gegenüber den Schulkindern öffentlichkeitswirksam erhöht werden. Am kommenden Montag findet im Dienstleistungszentrum in Liechtenstein der nächste Wirtschaftsstammtisch statt. Bei dieser Veranstaltung geht es um Innovationen im Unternehmen und wie sich diese Ideen schützen lassen. Zu Gast ist die Chemnitzer Patentanwältin Dr. Carmen Steiniger. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Werbung. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik, Styling und alles, was sie schön und strahlend macht. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Permanent Make-up für ein schönes Körpergefühl. Dayspa Zwickau. Für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Es ist wieder soweit. Verpassen Sie nicht das große Oktoberfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Erleben Sie zahlreiche Fahrgeschäfte wie das große Riesenrad, Breakdance und den Autoscooter. Erstmalig in diesem Jahr Devil Rock. Erleben Sie wenige Meter über dem Boden unzählige Loopings und Kopfstände. Wieder da, die Familienachterbahn mit drehbaren Gondeln. Außerdem Kinderkarussell, Schießstand und Losbude. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Thank you.
regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Organisiert vom Deutschen Schützenbund findet am 5. und 6. Oktober bundesweit das Wochenende der Schützenvereine statt, an dem sich mehr als 2000 Vereine beteiligen werden. Auch der Schützenverein Lauenhain e.V. ist dabei und lädt auf seinen Schießstand in die Amselstraße nach Grimmitschau ein. Der Verein bietet am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr allen Interessierten die Möglichkeit, sich über die Traditionen des Schützenwesens in Grimmitschau und Umgebung sowie über die aktuelle Vereinsarbeit zu informieren. In den deutschen Kinos läuft morgen der Film Gravity an. Sandra Bullock und George Clooney spielen darin zwei Astronauten auf einem Einsatz im Weltall. Bei einem Außeneinsatz im All kommt es jedoch zu einer Katastrophe. Vermutlich die Russen schießen einen veralteten Satelliten ab und die Trümmerteile rasen auf den Raumgleiter der beiden Astronauten zu. Hier ist er, unser Filmtipp der Woche. Wo ist ihr zu Hause, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Gibt es da unten jemanden, der an sich denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe? Am Wochenende ist es wieder soweit. Im Rahmen der Werdauer Dampftage präsentieren zahlreiche Modellbauer aus ganz Deutschland ihre liebevoll angefertigten großen und kleinen Maschinen. Die Veranstaltung zählt seit Jahren zu den absoluten Highlights des Museums in der Holzstraße in Werdau. Geöffnet ist es das ganze Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Zum Tag der Deutschen Einheit, also morgen jeweils um 15, 16 und 17 Uhr, finden in den Meraner Höhlern unter dem Burgberg Sonderführungen mit dem Bergbauingenieur Manfred Höbald statt. Treffpunkt für alle Interessenten ist der Eingang über dem Gebäude des Höhlermuseums am Teichplatz. Von dort startet Manfred Höbald mit den Besuchern eine interessante Reise in die Meraner Unterwelt. Werbung. Nicht vergessen, das große Oktoberfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft vom 27. September bis zum 6. Oktober. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Wirtschaftlicher Erfolg braucht Zusammenarbeit. Das hat den Automobilbau in Südwestsachsen vorangebracht. Der 17. Automobilkongress der Automobilzulieferindustrie am 9. und 10. Oktober soll alle Partner der Region noch weiter zusammenführen und vernetzen. Netzwerke sind wichtig, weil heutzutage man kann kein Produkt und vor allem kein Automobil mehr alleine bauen. Und wir wollen die Partner mehr zueinander bringen, als sie jetzt sind. Namhafte Unternehmen der Automobilindustrie vertrauen seit Jahren auf die Inspiration und Innovation des Automobilkongresses. Der Kongress ist für uns wichtig, um auch die Richtung zu kriegen. Wie geht's weiter? Wo geht die Reise hin? Man hört immer aus Medien, aus Gesprächen mit Kunden, mit OEMs, aber für uns ist das Dabeisein hier ganz wichtig, um einfach auch uns zu zeigen als Partner in der Region. Nun, wir beteiligen uns jetzt nunmehr zum zweiten Mal daran, denn es ist so, die Region Zwickau, Chemnitz und Dresden ist halt nun mal eine Automobilregion und es ist ausschlaggebend, dass wir für die Zukunft nicht nur national, sondern auch international die Trends und die Entwicklungen möglichst bald mitbekommen können, um uns als Unternehmer darauf einstellen zu können. Auch namhafte Dienstleister unterstützen diesen Kongress. Ja, für uns als sächsisches regionales Unternehmen hier ist es wichtig, die sächsische Automobilzulieferindustrie zu unterstützen. Und da ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns hier engagieren. Die Plattform für eine starke Automobilindustrie in Sachsen. Der 17. Automobilkongress am 9. und 10. Oktober im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses und im Haus der Sparkasse. Melden Sie sich jetzt an. Nach 3 Niederlagen in Folge will der FSV Zwickau am kommenden Freitag zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast wird die zweite Mannschaft von Union Berlin sein, die nach einer schwachen letzten Saison dieses Jahr in der Spitzengruppe mitmischt. Anpfiff ist um 19 Uhr im Sportforum Soyuz in Eckersbach. Die letzten Tage und Wochen waren keine schönen für die Spieler des FSV Zwickau. 0:6, 0:2 und 1:2 hießen die Ergebnisse, nur Platz 11. Es ist nicht ungewohnt unruhig, es ist aber gefasst im Moment. Man muss sagen, jeder hinterfragt sich da genügend, sowohl wir als Trainer als auch die Spieler untereinander. Ich würde sagen, die Stimmung ist den Umständen entsprechend. Wir fühlen uns in unserer Situation absolut unwohl derzeit, weil wir mit einer anderen Erwartungshaltung in die Saison gestartet sind. Da, wo der FSV eigentlich stehen wollte, befindet sich der nächste Gegner. Die Zweitvertretung von Union Berlin belegt aktuell Platz 3 in der Regionalliga Nordost. Vor allem im Zweikampfverhalten sieht man den Schlüssel zum Erfolg, um die körperlich unterlegenen Berliner in die Knie zu zwingen. Das wird die Hauptaufgabe für Freitagabend werden, dass wir uns selber pushen, dass die Zuschauer uns pushen, in den Zweikämpfen
alles reinzuhauen, um uns den Respekt von Union Berlin zu erkämpfen. Besonders in den Heimspielen gelang es den Zwickauern zu punkten. So soll es endlich auch wieder diesen Freitag sein. Mit einem Flutlichtspiel kann es eigentlich kaum einen schöneren Anlass dazu geben. Für den 5. Zwickauer Dance Contest zeichnet sich ein neuer Teilnehmerrekord ab. Über 20 Gruppen und Duos sowie weit über 10 Solos sind für den 5. Oktober in der Sporthalle Mosel bereits angemeldet. Doch die Teams des gastgebenden Vereins möchten auch in diesem Jahr ganz vorn mit dabei sein und bereiten sich schon seit einiger Zeit auf diesen Höhepunkt im Wettkampfjahr vor. Ruby Motion wird mit einem großen Team an den Start gehen. Geplant sind 16 Sportlerinnen. Der Tag der Deutschen Einheit beschert uns viel Sonnenschein. Der goldene Oktober macht also seinem Namen alle Ehre. Es ist aber recht kühl. Am Morgen 1 Grad und gegen Nachmittag steigt die Temperatur auf maximal 13 Grad. Der Wind weht aus südöstlichen Richtungen. Die Aussichten: am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 15 Grad. Ja, und das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Morgen um 19 Uhr sehen Sie unser Feiertagsprogramm, denn wir feiern morgen alle, nämlich 23 Jahre Deutsche Einheit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Am Montag um 19 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Tag aktuell, dann mit Udo Rupkalvis. Ciao und tschüss.
Television Zwickau.